Hallo und willkommen zu Haus. Und dann wollen wir schauen, ob wir jetzt nicht da oben diesen lustigen Gesellen. Warum ruckelt das wieder so? Diesen lustigen Gesellen. Wir kriegen, apropos, mal gucken. Wir wollen mal eben. Ja, haben wir die Sense dabei. Und zwar. Oh, Scheiße, wir haben schon beschossen. Und zwar hat mir da jemand mal einen Tipp gegeben, wie das funktioniert. Und das wollen wir doch dann jetzt mal ganz schnell ausprobieren. Scheiße, wo bist du? Wo ist das Mistviech? Ah, das Schlimme ist ja, man wird dann immer so zurückgestoßen. Und zwar soll das wohl irgendwie so sein. Man soll hier mit rechts spannen. Und dann. Ja, und dann den Gegner runterschubsen. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Ach, Scheiße. Jedenfalls, wenn man den mit rechtsklick mit der Sense besiegt, dann sollen die Gegner wohl die Essenz fallen lassen. Und wir springen mal schnell hier runter. Ja, super. Hat er natürlich nichts gedroppt. Ja, klasse. Ach, das ist doch. Dann müssen wir das nachher nochmal. Alter, was liegt denn das so? Was ist denn das so am Ruckeln? Das ist aber nicht schön. Naja, dann müssen wir das später nochmal ausprobieren. So, wir gucken jetzt mal hier die leere Kiste an. Achso, damit. Ja, war klar, leer, natürlich. Hm? War ja zu erwarten. Okay, da scheint nichts mehr zu sein. Ja, dann können wir auch wieder runtergehen. Ist egal. Da ist ja noch was. Dann versuchen wir es doch nochmal mit dem dort. Ja, aber ein bisschen hier. Oh. Ja, ranpirschen. Nein, ob. Kann ich doch erstmal hier ein bisschen rankommen, nur Sausack. Man kann sich dann auch nur so langsam bewegen. Ach, Scheiße. Ne? Ey. Ach, das ist doch kacke. Wie soll man das denn machen hier? Was? Ey, man kommt doch überhaupt nicht an die Viecher dran hier. Was? Das ist doch Scheiße, ist das doch. Ich komme noch nicht mal schnell genug um den Baum rum. So, jetzt aber. Komm her. Ey, das ist doch zum Kotzen. Da ist so eine Essenz. Ja, genau, und die brauchen wir. Komm her, du. Muss ich dich jetzt irgendwie so aufsammeln oder so? Was? Wie geht denn das? Jetzt lass mich doch mal hier aufsammeln, nur Saftsack. Da geht ja gar nichts hier. Was? Wie jetzt? Da geht nichts. Hä? Stirb doch einfach. So. Okay, da haben wir jetzt die Essenzen. Und die müsste man doch jetzt hier mit den Flaschen. Ja, da hat sich doch was getan. Da hat sich doch was aufge... Ach! Also, man kriegt... Das ist jetzt eine Wasserflasche. Nein, Scheiße! So war das jetzt nicht gedacht. Nein. Ich wollte doch gar nicht an das Wasser dran. Oh, Mann. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Nein. Reicht das vielleicht, wenn man die im Inventar hat? Draufhauen? Nein. Hier mit draufhauen? Nein. Scheiße. Verdammt, jetzt haben wir hier sinnlose Wasserflaschen. Na klasse, die kann man noch nicht mal stapeln. Ah, super. Kacke weg. Scheißendreck. Ja, das heißt also anscheinend nicht mit normalen Glasflaschen. Anscheinend brauchen wir für die Essenzen dann was Spezielles. Dann müssen wir da nochmal schauen. Oh. So viel Wassersuppe hier. Das gibt Druck auf der Blase. Egal, da muss er jetzt durch hier. Ach verdammt, da muss ich da doch nochmal gucken. Da muss ich mich da doch nochmal erstmal erkundigen, wie das funktioniert. Na, wenigstens sind die Essenzen schon mal gedroppt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da hat das ja schon mal ganz gut funktioniert. Dann müssen wir jetzt nur noch schauen, wie wir die Essenzen auch in dazugehörige Flaschen bekommen. Nur mal gucken. Moment, ich guck gleich mal eben. Schauen wir mal. Moment. So, ich mach mal da rein, ich mach mal jetzt das Ganze hier hinten hin. Moment. So. Dann wollen wir mal eben schauen hier. Wo haben wir die Dinger denn? Ach nein, Moment, dann machen wir lieber rückwärts. Rückwärts ist, glaube ich, besser. So, wo sind denn diese. Diese Mod-Zubehör-Sachen. Das müssten Dizzy hier sein. Hier steht was mit Soulkeeper. Aber ich sehe hier nirgendwo Bone Meal Bag, Bloodwoodsword. Aber ich sehe hier nirgendwo irgendwie spezielle leere Gefäße. Schlüssel, okay. Aha, Dimensionstür.
Nö, ich sehe aber keine. Essence Keeper, ja, aber... Ah, wie Enderperle. Wie? Wie jetzt? Was? Nein. Ich sag nicht, wir müssen erst Enderperlen finden. Keeper und Vessel haben die... Haben das gleiche oder wie? Gleiche Rezept? Oder was? Jedenfalls, wir müssen doch nicht jetzt erst Enderman töten, damit wir da Flaschen machen können, damit wir uns Essenzen sammeln können, oder? Nein, mach doch keinen Scheiß. Na, Prost, Mahlzeit. Na, super. Gut. Und, ach du Scheiße, wird's ja dunkel. Nein, nicht dunkel werden, nicht dunkel werden, nicht dunkel werden. Ja, dann gehen wir erstmal nach Hause. Weil dann ist das noch relativ Quatsch, das jetzt alles mitzunehmen. Also dann natürlich, wir würden jetzt Enderman auf dem Weg treffen. Die wir dann mal eben plätten könnten. Komm, dich nehmen wir auch noch mit hier. Ja, dann laufen wir jetzt mal eben schnell nach Hause. Vielleicht haben wir Glück und wir treffen den einen oder anderen Enderman. Dann könnte man das ja ausprobieren, sofern er denn eine Enderperle fallen lassen würde. Alter, und da sind schon wieder so viele Creeper mit dabei. Das darf doch nicht wahr sein hier. Ja, immer bei mir, immer bei mir, immer so viele. Boah, 1, 2, 3. Ja, nee, ist klar, ist richtig. Ist richtig. Macht keine Scheiße, macht keine Scheiße, Jungs. Macht keine Scheiße. Ich weiß, ihr wollt auch nur umarmt werden. Komm mal her, du. Komm mal her, du. Komm mal her, komm her, komm her. Hey. Nicht feige Fisch. Komm her, du Sack. Ich kill mal dich. Ich mach mal sowas von fertig. Komm her, komm her. Ja, natürlich hat er nichts gedroppt, war ja klar. Boah, das war ja wieder so logisch, ey. Scheiße. Ja, ach ja, jetzt kommst du uns sowieso hinterher. Dann komm, dann klatschen wir dich auch mal eben schnell weg hier. So, na, 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 na. Artig, artig, artig. Hopp. Und nochmal, jawohl. Gut, dann, Alter, da. 1, 2, 3, 4. Ey, nur Creeper hier. Was ist das für eine Scheiße? Das gibt's doch gar nicht. Ey, jedes Mal nur so viele von diesen verdammten grünen Viechern. Was haben wir denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Upsa. So. Von diesen verdammten grünen... Alter, noch und da auch und da noch, Alter. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, da noch ein, Alter. Ich sag ja, ich habe hier immer Creeper-Invasionen. Das ist der Wahnsinn. Das ist so heftig, das gibt's gar nicht. Da hinten steht noch einer drin. Das ist ja wohl nicht wahr. Verpisst euch, verpisst euch. Euch doch, haut doch ab hier. Nein, 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 nein. Und jetzt schnell drauf. Ah. Und schnell drauf, schnell drauf, schnell drauf. Jawohl. Und ich auch noch. So, ich meine, das gibt ja wenigstens Jens Jut EP, aber. Was war das? Ach, nein. Nein! Alter, was bist du denn für ein Scheißviech? Was? Wie? Was war das? Oh, was war das denn für ein Mistding? Explodiert er mal einfach so und teleportiert sich einfach mal so und legt uns ein bisschen Eisen frei. Das nehmen wir mal direkt mit hier. Warum nicht? Ich meine, wenn er schon so nett wagt, dann hauen wir uns das mal eben noch hier rein und dann sehen wir jetzt trotzdem mal zu, dass wir erstmal nach Hause kommen. Ja, das ist ja... Ja, ruckel erstmal, leck erstmal ein bisschen vor dich hin. Genau. Ist ja nicht so, dass hier überall hunderte von Creepern wieder verteilt rumstehen. Nein, da kannst du ruhig mal ein bisschen lecken. Ist doch scheißegal. Wir könnten uns ja mal eben auf dem Heimweg so ein bisschen über etwas momentan sehr Aktuelles unterhalten. Ich hoffe, du bist ein normaler Zombie. Ja, du bist ein normaler Zombie. Okay, du bist nicht irgendwas, worum ich mir großartig Gedanken machen müsste. Das passt dann schon ganz gut. Und zwar, wer so ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, man kann ja kaum flüchten vor diesen Neuigkeiten. Der Hoeneß, der... mit FC Bayern zu tun hat, ne? Ist klar, der Hoeneß, unser Hoeneß. Ja, der hat ja so ein paar Euro an Steuern, ja, am Finanzamt vorbeigeschleust und das ist ja jetzt rausgekommen und hast nicht gesehen, bla bla bla, Gerichtsverhandlung und so weiter und so fort. Und da haben sie ihn ja verknackt, beziehungsweise verurteilt, verknackt ist ja noch nicht so wirklich, haben sie ihn ja verurteilt auf 3,5, Alter, 1, 2, 3, ey, das... Weißt du, was ist jetzt schon wieder? Ey, lass mich doch in Ruhe. Das gibt's doch gar nicht. Was wollt ihr immer alle von mir? Ey, verpisst euch doch. Was greift mich denn da jetzt schon wieder an? Ey, das kann doch alles nicht sein hier. Das gibt's doch nicht. Und da kommt schon wieder ein Creeper. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, oh.
Boah, lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ihr verpisst euch doch einfach alle und verzieht euch. Und nein, ich kriege nicht, nein, ich explodiere bitte nicht, du Sam. Okay. Also wie gesagt, verknackt auf 3,5 Jahre. Und da haben seine Anwälte ja direkt gesagt, so, nö, das machen wir nicht mit, da gehen wir in Revision, bla bla bla. Hast du nicht gesehen? Laber. Und das finden wir nicht in Ordnung. Jetzt geh da durch, ey, mach die Scheißtür zu. Und das finden wir nicht in Ordnung und da gehen wir in Revision und hast du nicht gesehen. Alter, das darf doch nicht wohl nie. Ey, verpiss dich bloß, hau bloß ab, du. Was war das? Warum hat das da so komisch weiß, so versehentlich gelaufen, gerannt oder so? Ich glaube. Haben seine Anwälte sofort gesagt, so, nein, das sehen wir nicht ein, das geht so gar nicht und das machen wir so nicht mit, nein, bla 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 blub. Wollten dann halt in Revision gehen, damit das Urteil nochmal überprüft wird vom, ich weiß gar nicht, wie unser höchstes Gericht heißt. Jedenfalls, dass das nochmal überprüft wird, ob das denn so richtig ist, ob das denn so in Ordnung ist, weil er hat ja selbst Anzeige gemacht, die ja fast richtig war. Alter, lass mir die Tür heile, ey, du Mistvieh. Ob das denn so richtig war und weil er hat ja selbst Anzeige gemacht, die, naja, so ein bisschen lückenhaft teilweise war. Verrottetes Fleisch, Spinnenauge haben wir hier nicht drin. Moment, ich muss, will mal gerade eben hier, Pfeile haben wir da auch nicht drin. Ja, komm, die schmeißen wir gleich ganz weg. Den pflanzen wir am besten nachher, dann machen wir dich wieder da rein. Weil erst hieß es ja von wegen, oh, da liegen EP rum, ist egal. Erst hieß es ja von wegen, ich glaube 1,2 Millionen, die sie ihm vorgeworfen hatten. Dann wurden aus den 1,2 irgendwann dann jedenfalls, wisst ihr was, wir nehmen unser Giant Patch Sword hier, unser Beinchen nehmen wir mal mit hier. Guck mal, dich können wir gleich woanders hinpacken. Euch beide könnten wir eigentlich miteinander verbinden. Knochen, also da können wir hier das Fleisch reinpacken. Dann können wir da die Pfeile, da die Knochen, Fäden, Spinnenaugen. Ah, das ist doch schon mal... Iris haben wir da auch, das ist schon mal nicht schlecht. So, jedenfalls ist das ja jetzt inzwischen, ich glaube, auf 28,5 Millionen angestiegen. Wie gesagt, 3,5, um es mal zu kurz zu machen. Wurde halt verknackt auf 3,5 Jahre Gefängnisstrafe, also nicht Bewährung oder sowas, sondern wirklich absitzen. Seine Anwälte eben gesagt, so, nein, das machen wir nicht mit, da gehen wir in Revision, da sind wir nicht mit einverstanden, bla 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 bla. Und der Hoeneß hat jetzt tatsächlich gesagt, er nimmt die Strafe an. Hat also auch seine Anwälte dazu angewiesen, nein, wir gehen nicht in Revision. Ja, der ist also jetzt dazu bereit, statt in Revision zu gehen und vielleicht ein milderes Urteil, Alter, schon wieder ein Creeper, ein milderes Urteil zu bekommen, geht er wirklich in den Knast und sitzt diese 3,5... Alter, wurden wir gerade von ihm was getroffen oder so? Kann das sein? Ich weiß nicht. Und sitzt die 3,5 Jahre wirklich ab. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das gebührt schon einem gewissen Respekt, ne, dass er das macht. Also wirklich ganz ehrlich, das ist schon nicht schlecht. Also das wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeder machen. Und dann zu sagen, ja okay, da habe ich Scheiße gebaut, da stehe ich jetzt zu, da muss ich durch. Und da nehme ich das Urteil an. Also das ist echt nicht schlecht. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ich hätte ja wirklich gedacht, ja, dann geht er in Revision und dann wieder hin und her. Und ach ja, komm, und ist ja prominent und hat sich eingesehen und hat sich ja mehr oder weniger gestellt und war ja geständig, bla 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 bla, dass da eine mildere Strafe rauskommt. Aber dass er das so macht, hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Jetzt können wir hiermit natürlich blocken. Doch, ah, ist ja cool. Wir können mit dem Beinchen blocken, das ist ja auch mal nicht schlecht. Alter, haut doch alle ab da. Jetzt kann ich noch nicht mal aus der Hütte raus hier. So eine Scheiße. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt können wir noch nicht mal aus unserer Hütte hier raus. Oh, nee, ey. Okay, ein bisschen Eisen. Eisen haben wir hier. Das passt ja super. Haben wir eigentlich komplett Eisen. Oh, fast kaputt alles hier. Scheiße, wie viele Diamanten hatten wir eigentlich? Hatten wir überhaupt welche? Hatten wir aber... Ach, 25 nur. Ach, du Kacke. Jedenfalls, ne, finde ich da, muss man ehrlich sagen, ich mag Bayern München ja jetzt nur halt nicht, ne, also ich bin sowieso kein großer Fußballfan, aber wenn es um Fußball geht, dann grundsätzlich gegen Bayern München. Jedenfalls muss man da ja ganz ehrlich sagen, Respekt an den Hoeneß, dass der das so annimmt, ja, wobei ich sagen muss, ich bin auch einer, ich habe gesagt so, boah, so Gefängnisstrafe ist schon angemessen, man ist ja nicht gerade wenig mit 28,5 Millionen,
Euro, die er hinterzogen hat, es ist nun mal ungesetzlich und egal ob prominent oder nicht prominent, na, wer so eine Scheiße macht, der muss entsprechend verknackt werden. Aber das wiederum rechne ich ihm hoch an, dass er sagt, ja okay, ich bin mit dem Urteil einverstanden, wir gehen nicht in Revision, sondern ich werde die Haftstrafe antreten. Wo er ja sonst vielleicht hätte noch drumherum... Alter, so viel Creeper hier. Wo er sonst vielleicht noch hätte drumherum kommen können. Naja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist er ja doch in meinem... Soweit es mich betrifft, in meinem Ansehen ziemlich gestiegen. Weil ich glaube, das hätte auch nicht jeder gemacht, dass er dann gesagt hätte, vor allem so als Prominenter, so, ja, okay, nehme ich die Haftstrafe an, ich bin damit einverstanden. Ich trete die Haft an, hast du nicht gesehen. Sondern die meisten hätten wahrscheinlich dann versucht, ja, Revision hier und dann... Ah, kommt, ich bezahle auch zurück und keine Ahnung was alles. Und ich habe doch auch hier und da gespendet und was weiß ich was alles, sowas eben da als Gründe angegeben werden können. Aber dass er da wirklich sagt so, na, ich trete die Haftstrafe an, ist ihm hoch anzurechnen meiner Meinung nach. Absolut. Ja, ob man Bayern-Fan ist oder Bayern-Hasser ist, scheißegal. Aber das muss man ihm wirklich, Alter, warst du schnell. Das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, finde ich. So, Knöchelchen, ey, das ist, naja, lieber Skelette als so viele Creeper, ganz ehrlich, wa? Da muss ich ja mal ganz ehrlich sein. Alter, das Bein ist cool, das gefällt mir. Oh, das nutze ich aber schnell ab. Ey, das ist wieder nicht so schön. Nee, das ist wieder nicht so toll. So, dann machen wir dich mal da rein und dann fehlt uns da ein Flickchen. Nein. Und die beiden schmeißen wir auch gleich mal eben weg hier. So, zack, zack. Die hauen wir mal eben weg. Ah, das Scheiße, das nutze ich aber schnell ab. Das ist wieder doof. Da müsste man ja mehrere Beine mit sich rumschleppen. Obwohl, ja gut, was soll's, so verrottetes Fleisch. Haben wir ja genug, haben wir ja genug. Ey, wollt ihr euch nicht mal langsam pissen da, dass ich hier ein bisschen aufräumen kann, dass ich hier wieder ein bisschen heile machen kann? Ah, scheiße. Ja, Moment, den müssen wir jetzt mal eben wegklatschen hier. Ja. Ja. Oh, tschüss. Ah, fuck. Mann, Scheißdreck. Ah, egal, dann machen wir das mal so. Und dann werden wir hier mal ein wenig Terraforming betreiben. Dann machen wir das jetzt sofort alles ein bisschen anders hier. Ja, dieser scheiß Creeper, echt, der. Oh, ja. Man kann nicht mit, man kann nicht ohne sie. Ja, ja, so ist das. Okay, dann versuchen wir mal jetzt hier so viel wie möglich zuzumachen. So. Hier, da, dort, das, jenes, hast du nicht gesehen. Und, oh, 17 Minuten schon, ist ja super. Dann habe ich ja mit dem sinnlosen Geblubbere fast schon wieder den ganzen Part gefüllt bekommen. Hm. Ja, komm, das machen wir auch noch zu hier. Das machen wir nochmal weg hier. Und hier... Das will ich sowieso ein bisschen anders haben. Und zwar will ich da sowieso so mit Treppenstufen arbeiten. Aber... Ich weiß noch nicht, auf welcher Höhe. Moment, das machen wir mal eben so hier. Dass wir vielleicht hier erstmal so einen Vierer haben. Dann machen wir das hier mal eben weg. So, dann füllen wir hier mal eben kurz ein bisschen auf. Was wir dann nachher wahrscheinlich wieder wegmachen. Weil hier will ich so ein bisschen, wie gesagt, die Treppenstufen arbeiten. Wir brauchen noch so viel Lehm. Lehm! So. Dann ist natürlich das hier nicht so schön. Ne? Das ist natürlich dann sehr, sehr unsymmetrisch. Ist egal, dann nehmen wir das jetzt hier auch mal weg hier. Dass das ungefähr ausgeglichen ist vielleicht. So. Dann nehmen wir hier mal was weg. Okay. Und dann müssten wir jetzt... Von hier so ein bisschen durch, ne? Hier so. Ah komm, nehmen wir das hier mal alles weg hier. Das machen wir jetzt alles weg hier. Das ist jetzt nicht so spektakulär oder so interessant, aber Terraforming gehört bei Minecraft nun mal dazu. Und wenn wir die Hütte dann schon verlassen, weil wir ja Nomadenleben wählen wollen, dann soll es wenigstens eine vernünftige Hütte sein, nicht wahr? So, das dahin, das dahin, das dahin, das dahin. Ja, das sieht... Achso, Moment, das müsste dann da... Dann sieht das doch schon... mehr nach Symmetrie aus. Gut, das hier sieht jetzt ein bisschen scheiße aus, ein bisschen kürzer. Ist egal, alles egal, alles egal. Und dann machen wir uns nämlich hier so Treppenstühlchen hin. Hier auch vielleicht. Und dann, nee, oder hier so Zaun runter, oder? Mal gucken. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hier rein. Oh, ein Glück, dass das so weit heile geblieben ist, hier das Haus wenigstens, ey. Oh. Boah, wenn das auch noch alles hochgegangen wäre, ey, ich hätte eine Rappe gekriegt, ohne Scheiß. So, dann packen wir das Fleisch erstmal alles hier rein und die Knochen und die Pfeile und du kommst in die andere Kiste und dann machen wir uns mal eben so als Reserve, so wie war das so, ne? Ja, machen wir uns mal eben schnell noch zwei Beinschweinchen, ja, ist klar.
Beinschwerter meine ich natürlich. Damit er die nach Möglichkeit dann automatisch auswechselt, wenn das eine kaputt gehen sollte. So, ja. Jetzt muss ich natürlich noch gucken, wie das mit diesen Flaschen funktioniert. Verdammt. Und vielleicht wäre auch nicht schlecht, wenn wir uns eine neue Eisenrüstung machen würden. Weil die hält nicht mehr wirklich viel aus. Das haben wir noch, das haben wir noch. Davon haben wir eine bei. Eine zweite Spitzhacke wäre vielleicht auch nicht das Verkehrte. Haben wir noch einen angebrochenen Stapel? Ich glaube nicht. Okay, 1, 2, 3. Haben wir denn wenigstens noch irgendwo Stöckchen? Stück. Na super. Chen. Haben wir denn noch ein Stück Kohle? Dann können wir aus dem letzten Verbleibenden noch wenigstens noch mal Fackeln machen. Ja, ist doch super. Dann machen wir das doch so. So, dann machen wir das nämlich so hier. Hopp, hopp, hopp. Dann machen wir uns hier schon mal eine fertig. Und dann machen wir uns hier eben nochmal 4 Fackeln. Ja, das ist doch super. Das hat doch was. Das ist doch klasse. Und die Steine, die packen wir mal da so rein. So. Ach ja, und genau, mit dem Zuckerrohr wollte ich doch noch was ausprobieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Das musste man irgendwie... Nee. Ich glaube, als X oder so musste man die machen. Nee, so. Und dann... Ach Mensch. Hey, das geht. Genau. Und dann gibt es nämlich Punji-Stäbe. Und diese Punji-Stäbe... Die kann man jetzt zum Beispiel nehmen. Und dann sagen wir mal. Finde ich ja irgendwie genial. Da kann man bestimmt was. Da kann man sich bestimmt einen schönen Schutz um die Behausung drumherum machen. Und zwar könnte man jetzt hingehen und sagen, okay. Ja, man packt da so einen Stab hin und da gehen bis zu 5 Stück auf einen Block. Ja, und wenn man da drüber läuft, dann gibt das nämlich Auerweh. Ja, da seht ihr. Oh, oh, Auerweh, Auerweh. Und man wird anscheinend noch verlangsamt. Also das ist nicht schlecht, das sollte man vielleicht mal gucken, ob man sich dann ganz viel Bambus runterholt. Das klang jetzt, glaube ich, vielleicht irgendwie ein bisschen falsch. Dass man sich so ganz viel Bambus abbaut und daraus dann solche Punji-Stäbe macht. Um damit dann wiederum Fallen für die Scheiß-Drecks-Creeper auszulegen. Damit die einen gar nicht erst lebend erreichen können. Ich glaube, da gucken wir mal. Da gucken wir dann bei Gelegenheit mal. So, ich packe mal erstmal da rein. Und, ach du Scheiße. Doch, da haben wir noch was frei. Okay. Sehr schön. Ach, Leder, genau. Moment. 22 Minuten, egal. Komm, das machen wir jetzt schnell. Und zwar wollte ich hier mal gucken, dass wir uns mal einen Rucksack machen. Ach komm, wir machen uns sofort 2 Rucksäcke. Weil die sind, glaube ich, nicht das Verkehrteste, wenn wir davon welche. Die können wir nämlich gut brauchen. Dass wir dann einen Rucksack nehmen, indem wir ein bisschen einfärben. Sagen wir mal in Gelb. Für, Mining-Zeug. So. Und dann vielleicht noch ein in... Haben wir noch irgendwie noch eine andere Blume? Ja, haben wir noch eine. Kann man damit auch was machen? Irgendwie Farbe draus machen oder so? Ja. Ach, Oak Brown. Ja, super. Das bringt natürlich total. Was haben wir denn hier? Orchidee. Gucken wir mal, wie das damit so aussieht hier. Midnight Black. Ja, das klingt doch gut. So, dann machen wir uns noch so ein Midnight Black. Verdammt. Das geht natürlich wieder nicht. Ach, scheiße. Was haben wir denn noch so für Blatthaufen? Toll. Was haben wir denn vielleicht noch so? Güser sieht auch noch. Ah ja, genau. Das auch noch. Das machen wir gleich. Egal. Dann schmeißen wir die jetzt erstmal wieder alle rein. Sowas so passt so. Hey. Nicht viel. Nicht viel. Okay, dann machen wir das mal eben so. Wir nehmen mal eben hier eine raus. Nein, ich wollte nur eine. Und ich glaube, die stellen wir uns wie so ein Nachtschränkchen. Ach, dann komm, dann nehmen wir noch eine. Dann stellen wir uns die wie so ein Nachtschränkchen. Nehmen das Bettchen und dann packen wir da nämlich auch nochmal so ein paar Sachen rein. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern im nächsten Part. Bis dahin. Und nicht vergessen, abonnieren.